Getreu dem Befehl des Führers waren wir, deutsche Soldaten. Ich ordne die sofortige Einstellung jeglichen Widerstandes an. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Nachladen! Wie alt bist denn du? 12? Und du? 14? Und du, warum seid ihr hier? Wollt ihr Krieg spielen? Geht nach Hause, spielt was anderes. Wer sind Sie denn? Was wollen Sie hier? Ich will meinen Sohn, und zwar lebend. Sie sollten lieber stolz sein auf Ihren Sohn. Er hat 2 Panzer abgeschossen. Der Führer persönlich wird ihn heute dafür auszeichnen. Sie sind jung. An welcher Front haben Sie gekämpft? Ich hatte noch nicht die Ehre. Es ist Ihr Glück, dass Sie noch nie eine Schlacht erleben mussten. Und jetzt seien Sie vernünftig und schicken die Kinder nach Hause. Wir werden die Stellung halten bis zum letzten Mann. Und welche Stellung soll das sein? Das ist keine Stellung, das ist eine Falle. Die Russen werden euch von 2 Seiten in die Zange nehmen. Und ihr könnt noch nicht mal wegrennen. Wir benutzen die Flak als Artillerie. Die Russen sind mit mehreren Armeen im Anmarsch, mit Panzern und schwerer Artillerie. Ihr glaubt doch nicht im Ernst, ihr könntet diesen Sturm auch nur für 5 Minuten aufhalten. Wir haben es dem Führer geschworen. Habt ihr denn noch immer nicht begriffen? Der Krieg ist verloren, es ist zu Ende! Bogdanow, was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Nein, ich bin in Wildpark Werder. Riesige Aufregung in der Stadt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobon gemeldet. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!